Lange haben wir darauf gewartet, auf die neue Rechteverwaltung. Diejenigen von uns, die noch mit 1.5, wer hat hier mit euch 1.5 noch fleißig gearbeitet? Ja, dann kennt ihr das. GM Access, NoX, ACL, was gab es noch? Es gab immer so diverse Komponenten, die wir zusätzlich installieren mussten, um dann irgendwie eine erweiterte Rechteverwaltung zu haben. Ich selber habe mich damals so ein bisschen spezialisiert auf GM Access und ich bin bald wahnsinnig geworden mit dieser Komponente. Irgendwas ging immer nicht, war schwer zu installieren. Diverse Installationen, die hinterher nicht gingen und nochmal installiert werden mussten und. Jetzt haben wir sie endlich, eine neue Rechteverwaltung. Lange haben wir darauf gewartet und wir haben aber jetzt auch eine, wie ich finde, sehr schöne neue Rechteverwaltung bekommen unter 1.6 bzw. 1.7, die sehr viel an Möglichkeiten bietet, aber natürlich nicht so einfach zu handhaben ist. Es gibt im Wesentlichen drei Bereiche, wo wir verschiedene Dinge einstellen können. Das ist die Benutzergruppe, das ist die Zugriffsebene und das ist dann die Konfiguration der Berechtigungen. Die wiederum splittet sich auf in der Hauptkonfiguration und aber auch in den verschiedenen einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel die Kategorien und verschiedene andere Dinge, die wir da noch haben bei Joomla. Und natürlich hauptsächlich aber für die Beitragserstellung. Betrachten wir zunächst die beiden ersten Gruppen, also Benutzergruppe und Zugriffsebene. Dann haben wir zum einen, dass wir die Zugriffsebene mit verschiedenen Gruppen belegen können. Also als Beispiel habe ich hier einfach mal die Zugriffsebene Spezial, die ihr kennt, wird von Administratoren, Autoren, Publisher benutzt. Manager greifen noch darauf zu, das heißt, wir haben hier Manager, wir haben den Autor, den Superbenutzer sowieso. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dass wir eine Zugriffsebene mit verschiedenen Benutzergruppen bestücken können. Das können wir natürlich logischerweise mit den vorgegebenen machen, aber wir können natürlich auch eigene machen, wie wir gleich sehen werden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir da nicht an einem starren Gerüst gebunden sind, sondern bereits an dieser Stelle bei der einfachen Zugriffsebene Beiträge haben, zum Beispiel Zugriffsebenen, dort bereits sehr flexibel sind, weil wir verschiedenen Benutzergruppen die Möglichkeiten bieten können, Beiträge etc. zu sehen. Wir können das Ganze aber auch umgedreht machen, dass wir sagen können, eine Benutzergruppe hat mehrere Zugriffsebenen. Das heißt, wir sind sehr flexibel an dieser Stelle. Wir können sowohl der Gruppe verschiedene Ebenen zuweisen, als auch der Ebene verschiedene Gruppen. Als Beispiel haben wir hier den Manager, der das Zugriffsrecht registriert hat und das Zugriffsrecht Spezial. Das ist alles das, was wir schon standardmäßig in Joomla drin haben, was ihr aber auch schon kennt, weil das hier ist eine Sache, die gab es schon in der 1.5. Ist also nicht ganz so neu. Neu ist hingegen, dass wir das jetzt alles selber gestalten können. Ich habe einfach mal so ein Beispiel gemacht, um einfach mal so ein paar Möglichkeiten zu zeigen, was wir mit dieser an sich schon sehr einfachen Geschichte machen können. Und als Beispiel habe ich mir gedacht, wir machen einfach mal verschiedene Handwerker, Tischler, Elektriker und eine Handwerkergruppe, die auf verschiedene Beiträge zugreifen können, natürlich auch auf verschiedene Kategorien zugreifen können und wo man die Beiträge entsprechend für bestimmte Gruppen sichtbar machen kann und für andere eben nicht sichtbar machen kann. Anlegen einfach
oben auf das berühmte Icon oben rechts neu klicken, bei Benutzergruppen und dann den Tischler eingeben. Und wir haben dann bei der übergeordneten Gruppe bereits die Möglichkeit zu sagen, er soll bestimmte Eigenschaften, Berechtigungen mitbekommen. Das heißt, beim registrierten Benutzergruppe als übergeordnete Gruppe heißt das, er darf sich schon mal anmelden auf der Webseite, registrieren. Das kann ich weiter runterbrechen. Wenn ich als übergeordnete Gruppe den Autoren auswählen würde, dann könnte er zum Beispiel auch Beiträge einreichen. Dieses Zugriffsrecht wird vererbt automatisch von der Gruppe, die ich als übergeordnet zuweise. Im Detail gehe ich das später nochmal drauf ein. Ich habe jetzt einfach mal in unserem Beispiel, gehen wir mal von aus, wir haben drei Zugriffsebenen angelegt. Wir können hier auch sehen, wir sind nicht an einsilbige Wörter gebunden. Wir können also da auch ganze Sätze schreiben, um selber vielleicht auch ein bisschen besseren Überblick zu haben. Zugriff Elektriker ist für die Benutzergruppe Elektriker. Zugriff Tischler ist für die Benutzergruppe Tischler. Und dann habe ich noch eine Zugriffsebene für Handwerker, wo sowohl Tischler als auch Elektriker zugreifen können. An sich nichts Neues, machen wir sowieso schon dauernd in Joomla. Wir haben den Registrierten, wir haben den Autoren, wir haben den Publisher. Wir haben Öffentlichkeit bei der Zugriffsebene öffentlich registriert und spezial als Dritten. Das heißt, wir können sowieso schon immer grob sortieren. Wir können es aber jetzt, dadurch, dass wir eigene Gruppen anlegen und eigene Zugriffsrechte machen und genau zuteilen, wer welches Recht hat, können wir jetzt eigene Bereiche schaffen. Und hier ein Beispiel für einen ganz einfachen Menüeintrag. Man kann hier sehen bei der Zugriffsebene, dass ich eben entsprechend auswählen kann und dass ich jetzt sehr gezielt sagen kann, dieser Menüpunkt ist nur für Elektriker, ist nur für Tischler sichtbar oder eben für beide sichtbar. Menüeinträge kann ich verknüpfen mit Kategorien, mit einzelnen Beiträgen, mit Blöcken und ich kann somit Bereiche schaffen, die eben dann nur sichtbar sind für eben nur für Tischler, wie benutze ich die Säge so, dass die Finger nicht abfallen, nur für Elektriker, was muss ich tun, wenn Strom auf der Steckdose ist und eben auch Beiträge für beide, als Beispiel Handwerksbetriebe stellen sich vor. Ich habe hier mal ein sehr schönes Beispiel genommen vom Kunena Forum. Das hat mir deswegen so gut gefallen, weil man bei Kunena tatsächlicherweise auswählen kann, wo ich die Zugriffe drauflege, ob ich sie auf die Benutzergruppe oder auf die Zugangsebene lege. Das ist eine gute Idee. Da muss ich auch nicht so laut reden. Dankeschön. Das heißt, ich habe hier noch wenn Komponenten, wie gesagt, beispielsweise das Kunena-Forum entsprechend programmiert sind, habe ich hier noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich kann gezielt spezielle Benutzergruppen ansprechen oder eben zu sagen, ich mache die Zugriffsebene. Die Zugriffsebene kann ich entsprechend verschiedenen mehreren Gruppen ja auch zuteilen. Das heißt, ich habe hier sehr, sehr viele Möglichkeiten plötzlich, die wir in Joomla 1.5 alle nicht hatten oder eben wenn, nur mit größten Schwierigkeiten. Ich selber habe mal ein Projekt gemacht oder versucht zu machen, besser gesagt in 1.5, wo ich genau das Problem hatte, dass ich auf das Forum mit mehreren Gruppen zugreifen hätte wollen. Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C. Das konnte ich nicht realisieren, das ging nicht. Ich konnte es zwar machen über den Umweg des Menüs, dass ich also eine Menüzuteilung machte an die verschiedenen Gruppen. Ich habe es damals mit GM Access probiert, ich habe es aber auch mit NoxACL probiert.
aber ich konnte nie das Forum sichtbar machen für nur die eine Gruppe und nur für die andere Gruppe und nur für die dritte Gruppe oder eben, wenn Gruppe A und B zusammen einen Bereich hatten, dass eben dann nur diese beiden Forumbereiche angezeigt werden. Das ging immer nicht. Ich musste damals ein ganzes Projekt in Joomla abbrechen, bin damals wirklich an eine Grenze gekommen. Das ist die einzigste Grenze in Joomla, die ich je erreicht habe. Und jetzt geht es. Es geht sehr einfach. Plötzlich alles sehr einfach, sehr entscheidend aufgebrochen. Und wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, sehen wir schon unglaubliche Dimensionen, die wir hiermit haben, mit dieser doch eigentlich sehr einfachen Möglichkeit, dass ich eben, ich wiederhole mich, sowohl einer Benutzergruppe mehrere Ebenen zuordnen kann und umgekehrt einer Zugriffsebene verschiedene Benutzergruppen zuordnen kann. Bei Kundena hat man es dann auch noch im Überblick. Man sieht eben die Foren und man sieht hier die Zugriffsebenen entsprechend. Ich habe mir im Detail die weiteren Komponenten nicht angeschaut. Ich kann im Moment nicht sagen, wie andere Komponenten programmiert sind, ob es dort ähnliche Möglichkeiten gibt. Aber vielleicht, und ich denke, weil viele Entwickler auch noch nicht so weit sind, dass in nächster Zeit dort mit Sicherheit noch einiges dazukommen wird. Ich hätte mir auf meinen Zettel nicht schreiben soll Foliennummer, sondern tatsächlich, wo ich hier eigentlich bin. Quasi das Herzstück der neuen Rechteverwaltung ist die Konfiguration eben der Berechtigung. Das heißt, ich kann, wie man, also das ist, wie gesagt, Konfiguration, der letzte Reiter Berechtigung. Und ich kann hier wirklich für die einzelnen Gruppen, Öffentlichkeit, Manager, Administrator und so weiter und natürlich auch meine frisch angelegten Elektriker und Tischler, kann ich jeweils die Berechtigungen, die sie haben, innerhalb meines Systems frei, ja, fast frei, ziemlich frei einteilen und zuteilen. Wir haben dabei, naja, gut, schlecht sortiert. Wir haben zunächst, ich habe das erstens schon mal gesagt, dass wir die Möglichkeit haben, bei einer übergeordneten Gruppe die Rechte, die Berechtigungen, die vergeben sind, dass ich die vererben kann auf die nächste Gruppe. Und genau das kann ich hier machen. Ich kann sie vererben, das ist auch meistens, ist das vorgegeben vererbt. Ich kann aber auch explizit sagen, ich erlaube das oder explizit, nix, das darfst du hier nicht. Das wird hier an dieser Stelle verweigert. Vererbt heißt, dass er immer den Punkt nimmt vom Vorgänger. Also wenn ich im Vorgänger sage, du hast, das hier ist erlaubt, dann wird das vererbt und diese Erlaubnis wird mitgenommen auf den Untergeordneten, auf die untergeordnete Gruppe. Und ich kann es aber eben auch wenn es verboten ist, weil die übergeordnete Gruppe es verbietet, würde die Vererbung ja mitnehmen, verboten. Ich kann aber eben auch explizit sagen, nee, nix, das darfst du hier trotzdem, obwohl eigentlich die Vererbung was anderes sagt. Also ich kann sagen, ich habe eine Hierarchie, wo alle, das, was ich ganz oben zuweise, das haben alle Leute, auch ganz unten hat der noch das, die Berechtigung, die oben zugewiesen wurde. Ich kann aber trotzdem das auch durchbrechen, indem ich sage, nein, explizit, du hier unten darfst das nicht mehr, was der da oben darf. Hier gibt es eine Berechtigung, die entziehe ich dir oder erlaube ich dir, je nachdem. Das heißt, damit bin ich sehr flexibel. Ich kann mir das einfach machen und sagen, okay, ich habe hier so ein paar Einstellungen. Nächste Gruppe erbt das von oben, das wird übernommen und ich kann noch zusätzlich eine Berechtigung machen. Eine zusätzliche Berechtigung kann eine Erlaubnis sein oder ein Verbot sein. Die nächste Gruppe wiederum vererbt das, was ich an Punkt 1 und an Punkt 2 eingestellt habe. Das heißt, er hat jetzt die Berechtigung von zwei Ebenen, die vor ihm sind, in der dritten.
Und da kann ich jetzt zusätzlich natürlich auch wieder ein Recht dazugeben, eine Berechtigung, etwas erlauben oder etwas verbieten. Wenn ich eine vierte Ebene dazu mache und alles auf Vererben einstelle, dann hat er die Rechte von den ersten drei und seine zusätzlichen Berechtigungen, die ich dann zusätzlich gebe. So weit, so klar? Gut. Wir unterscheiden in den Berechtigungen zunächst in zwei große Blöcke. Das heißt, ich habe oben Rechte, die auf das mehr oder weniger auf das Backend wirken. Der Offline-Zugang ist natürlich nicht direkt Backend, aber so irgendwie zumindest in dem Dunstkreis. Und der untere Bereich, erstellen, löschen, bearbeiten, Rechte bearbeiten, eigene Inhalte bearbeiten, wirkt auf Beiträge. Wobei das Recht löschen, da komme ich gleich nochmal im Detail zu, eigentlich auf das Backend wirkt, aber dennoch auch auf die Beiträge. Der Offline-Zugang unter 1.5, kennt ihr das noch, war es so, dass wenn ihr eine Seite offline geschaltet habt, konnte nur und ausschließlich der Superadmin zugreifen auf eine offline geschaltete Seite. Administrator weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht, ob der zugreifen konnte, habe ich nie ausprobiert. Ab-Manager ging nicht mehr, okay. Ab-Manager ging, logisch, ja. Ab-Manager ging und alles darunter konnte nicht mehr auf eine Offline-Seite zugreifen. Ging nicht mehr. Das war ganz besonders in Supportforen zum Beispiel auch ein ganz großer Nachteil, weil dort haben manchmal User ihre Seite offline geschaltet, eine Frage gestellt, den Link gepostet, was ja schon immer toll war, wenn die den Link dabei gelegt haben. Und dann ist man draufgegangen, hat eine Offline-Seite gehabt und dann konnte man logischerweise natürlich nicht mehr weitergucken. Jetzt geht es, jetzt kann man einfach sagen, in der Konfiguration kann man einfach einstellen, Gast-User als Beispiel, als neue Benutzergruppe, Gast, Zugriffsebene Gast und der Gast kriegt die Berechtigung, dass er auf eine offline geschaltete Seite zugreifen kann. Das kann ich in Supportforum, kann ich einen Gastzugang anlegen mit Passwort und Benutzername und dann kann sich ein Supporter problemlos einloggen und nachschauen. Oder aber auch, ich habe eine vertrauensvolle Community und ein paar gute Redakteure oder Hilfsadministratoren, so nenne ich sie mal, die zwar eigentlich nicht den Status des Administrators haben, aber trotzdem gute Tipps haben und einfach mal ins Frontend bei einer offline geschalteten Seite mal reinschauen sollen. Und dann kann ich denen explizit erlauben, ihr dürft drauf, ihr dürft schauen und ihr dürft mitarbeiten an der Seite, obwohl ihr sonst gar nicht die Rechte dafür habt. Ich persönlich finde das schick. Das ist auch tatsächlich erst bei Joomla 1.7 dazugekommen. In der 1.6er gab es das noch nicht. Und ja, mir persönlich, wie gesagt, gefällt es sehr gut. Ich denke, die anderen sprechen für sich. Ne? Admin-Anmeldung bezieht sich auf das Backend. Seitenanmeldung für alle, also Frontend-Anmeldung. Und Superadmin ist klar, das heißt, wenn ich den Superadmin als Berechtigung setze, erlaube, dann bin ich im Gott-Modus, das heißt, ich kann dann alles auf der Website machen. Komponentenzugriff komme ich später nochmal drauf. Da habe ich ein Beispiel für, wo ich das näher erkläre, wie das funktioniert. Interessant ist natürlich dieser zweite Teil, der sich direkt auf die Beitragserstellung auswirkt. Und mit Erstellen, Löschen, Bearbeiten, Rechte bearbeiten, eigene Inhalte bearbeiten, doch schon so einige sehr interessante Dinge bietet. Wichtig ist hier, dass Löschen, Bearbeiten, Rechte bearbeiten, eigene Inhalte bearbeiten, das heißt, diese unteren vier funktionieren nicht, wenn man Erstellen verbietet. Das heißt, es sind sogenannte Kombirechte, die nur im Zusammenhang mit Erstellen tatsächlich funktionieren und einen Sinn ergeben. Wenn ich keinen Beitrag erstellen darf, warum soll ich den dann löschen können?
Oder wenn ich den nicht erstellen darf, dann kann ich ihn zwar bearbeiten, aber weil ich ja keinen erstellen darf, könnte ich ihn dann nicht mehr speichern, was ja irgendwie wenig Sinn ergebe. Also, erstellen muss erlaubt sein, erst dann greifen die anderen vier. Verbiete ich erstellen, kann ich zwar die anderen vier, es ist nicht, kann man trotzdem dann erlauben und einstellen, aber es hat keine, hätte keine Funktion oder es macht dann nichts im Frontend. Wenn ich das mache und sage, wir erlauben die Bearbeitung, dann hätte ich im Frontend diese berühmten Icons, die mir symbolisieren, hier darf geschrieben werden, also hier darf geschrieben werden, hier darf editiert werden. Und wir haben zwei verschiedene Farben, nämlich den blauen und den orangenen Stift. Der orangene sagt eben, das Teil ist bereits veröffentlicht und der blaue sagt, das ist noch nicht veröffentlicht, aber beide können editiert werden und bearbeitet werden. Das ist das Recht bearbeiten. Ich bin perfekt sortiert. Naja, machen wir es aus dem Kopf. Das Recht bearbeiten ist eigentlich etwas verwirrend. Also Rechte bearbeiten, weil es geht tatsächlicherweise um den Status dabei. Das heißt, einen Beitrag kann ich freigeben, sperren, archivieren oder eben in den Papierkorb verschieben. Das ist mit Rechte bearbeiten gemeint. Dieses Rechte bearbeiten bezieht sich nicht auf den User, auf den Benutzer, sondern auf den Beitrag, auf die Kategorien, auf den Menüpunkt. Ja. Und Module. Also die vier Bereiche. Naja, und wieder, wie man schon vermutet, wenn ein Beitrag gesperrt ist, heißt es, er ist einfach noch nicht veröffentlicht. Archiviert ist klar. Und Papierkorb ist deswegen ist ganz spannend, weil jeder kann einen Beitrag, also jeder, der das Recht dazu hat, bearbeiten zu dürfen, kann einen Beitrag in den Papierkorb verschieben. Das bedeutet aber nicht, dass er jetzt gelöscht ist, weil er ist ja noch da, er ist halt nur im Papierkorb. Papierkorb ist im Grunde genommen eigentlich nur ein Name für einen bestimmten Bereich. Wir haben das Recht, löschen, hat nichts hiermit zu tun. Ich habe das anfangs immer gedacht, dass wer löschen darf, darf das Ding in den Papierkorb verschieben. Ist aber nicht so. Löschen bedeutet, dass ich jetzt in den Papierkorb gehen kann und dort den Beitrag explizit herauslöschen kann. Das aber kann ich nur, wenn ich mich im Backend einloggen darf. Denn das ist der einzige Ort, wo ich tatsächlich an den Papierkorb herankomme. Und somit haben wir das Recht, die Berechtigung löschen, hatte ich anfangs diesen Pfeil zum Backend. Das heißt, es muss hier jetzt ein Benutzer, eine Benutzergruppe vorliegen, die das Recht hat, ein Admin-Login zu machen, um sich im Backend einzuloggen und dort dann in die Beitragskomponente gehen zu dürfen, und einen Beitrag dort, der im Papierkorb liegt, explizit herauszulöschen. Das ist ja erstmal ganz schön kompliziert. Hat aber den Vorteil, dass ich die Möglichkeit habe, mein System relativ sicher zu machen. Wenn er im Papierkorb liegt, kann er nicht mehr veröffentlicht werden, der Beitrag. Aber er ist immer noch herstellbar. Letztlich das Gleiche wie bei Windows. Da habe ich ja auch diesen berühmten Papierkorb, versehentlich gelöscht, kann ich wieder rausholen. Kann ich bei Joomla auch. Das heißt, um Joomla wirklich kaputt zu machen, muss man sich ganz schön anstrengen. Gar nicht so einfach. Das heißt, ich kann mein System relativ sicher machen und kann sagen, Autoren dürfen ganz viel, die können das Ding auch im Papierkorb verschieben. Können da sein, dass, was weiß ich, der hat sich verschrieben oder keine Ahnung. Irgendwelche Gründe, aber ich kann dann noch einen
Menschen sagen, du darfst ein bisschen mehr in meinem System, oder sowieso der Administrator oder der Superadministrator, der kann den Beitrag da wieder rausholen oder eben auch endgültig löschen. Ja? Also Frage war, ob ein User den eigenen Beitrag da wieder rausholen kann. Das geht nicht, weil, also es sei denn, du hast das Recht dazu. Wenn du das Recht hast ins Backend, dann ja. Dann hätte er Backend-Rechte. Hat er die nicht, kann er da nicht ran. Das heißt, eigene Beiträge bearbeiten, das ist die Berechtigung, die wir haben, gilt nicht dann, wenn der Beitrag verschoben worden ist in den Papierkorb. Da kommst du nicht mehr ran, keine Chance. Das heißt, es ist erst einmal gilt, weg ist weg, obwohl so ganz weg ist es dann doch nicht. Aber du kommst halt selber nicht mehr ran. Das heißt, man muss eben seine Autoren, die man hat, sollte man hier klar briefen, klar sagen, du kannst das machen, aber dann ist das erstmal weg und wenn du ihn dann doch wieder haben willst, dann musst du deinem Chef Bescheid sagen, dem Administrator oder wer auch immer da zuständig ist. Oder eben, du schreibst nochmal. Aber, wie gesagt, das ist erstmal, erscheint es sehr, sehr umständlich und, oh Gottes Willen, jetzt muss doch wieder der Superadmin oder der Chefredakteur oder wer auch immer da zuständig ist, geholt werden und, oh, und da muss ich da hin und, ach, das ist immer so unangenehm und nee. Aber auf der anderen Seite, es macht das System relativ sicher, weil ihr eine sehr konkrete Kontrolle darüber habt. Und viel schlimmer ist, finde ich, wenn ein User, der nicht die Berechtigung hat, im Moment nicht hätte, das trotzdem machen könnte, seinen Beitrag löschen kann oder schlimmer noch einen anderen Beitrag von einem anderen Benutzer endgültig löschen kann, obwohl der eigentlich den jetzt nochmal bearbeiten wollte. Also das kann auch dann sehr große Unruhe geben, wenn man wirklich mal so ein Autorensystem aufsetzt und da nicht nur ein oder zwei Leute schreiben, sondern da wirklich ja, eben Redaktionssystem. Wir machen gleich auch so ein Beispiel dafür. Vorherrscht, dann möchte ich nicht in der Haut des normalen Users stecken, der da eben mal was gelöscht hat. Genau. Und das machen wir hier als Beispiel, dass wir mal ein Redaktionssystem aufsetzen, meine Überlegung ist, dass ich zwei verschiedene Redaktionen habe, die Kulturredaktion und eine Politikredaktion. Die Kulturredaktion bekommt eine eigene Kategorie, wo nur die Kulturleute drin schreiben dürfen und sonst keiner. Und die Politiker bekommen gleich zwei Kategorien, ja, genau genommen drei, wo nur die Politiker drin schreiben dürfen, aber nicht die Kulturleute. Damit es funktioniert mit den Beiträgen löschen und wiederherstellen und wir auch einen haben, der da vorsichtshalber nochmal drüber guckt, richte ich einen Chefredakteur ein. Der Chefredakteur hat logischerweise dann Backend-Zugriff, aber er soll dort nur und ausschließlich Beiträge bearbeiten dürfen im Backend und nicht die irgendwelche Komponenten wie die Kontakte oder die Banner oder sonst welche Sachen, sondern wirklich nur Beiträge. Und, das kann ich vorweg schon mal sagen, er wird immer auch sein eigenes Profil im Backend bearbeiten können. Zumindest habe ich keine Möglichkeit gefunden, das auszuschalten. Ich lege zunächst einige Kategorien an, ganz oben, Kunst und Kultur. Ich mache eine Hauptkategorie Politik und darin mache ich Ausland und Wirtschaft. In Politik, Ausland und Wirtschaft wird Gesundheit mit diesen Einstellungen, kläre ich gleich, auch wirklich nur die Politik schreiben können, beziehungsweise oben in Kunst und Kultur kann nur und ausschließlich die Kultur schreiben.
eine Besonderheit, die ich habe, wenn ich Kategorien auf zwei Ebenen anlege, also Politik, Ausland und Wirtschaft unter der Hauptkategorie Politik, kann ich auch hier wieder mit der Vererbung arbeiten. Das heißt, ich habe oben die Politik, mache dort meine Einstellung, die ich hier unten mache und die dann automatisch auch bei Ausland und Wirtschaft gilt. Und ich habe hier den Vorteil, dass ich zum Beispiel auch nur einen Link jetzt auf Politik, Blog oder Liste setzen kann und nicht so viele Links brauche. Ja, und der ganze Trick ist, dass ich der Kulturredaktion eben Kunst- und Kulturkategorie sage, du darfst hier erstellen, du darfst nicht löschen, du darfst auch nicht bearbeiten, aber du kannst die Rechte setzen und eigene Inhalte natürlich. Die eigenen Inhalte sind immer die Beiträge, die man selber schreibt. Und es ist, also Rechte bearbeiten, muss man sich immer so ein bisschen bewusst machen. Ich bin da anfangs ständig drüber gestolpert. Da geht es wirklich um Freigeben, um Sperren, um Papierkorb und um Archiv. Das sind die Rechte eines Beitrages. Klingt ein bisschen blöd, aber Joomla.org hat sich für diese Terminologie entschieden. Müssen wir jetzt mit leben. Also die Rechte des Beitrages, beziehungsweise in diesem Falle die Rechte der Kategorie. Ja, und den Politikern sage ich einfach, in der Kunst- und Kulturkategorie darfst du gar nichts. Nix. Politiker machen immer ganz komische Sachen, aber hier nicht. Und in der Kategorie Politik ist es natürlich umgekehrt. Da bekommt die Politredaktion die Rechte, die hier in der Kulturredaktion sind. Das heißt, bis auf Löschen und Bearbeiten ist dort dann alles erlaubt. Und die Kulturleute dürfen nichts in der Politik machen. Die sind auch mehr für die schönen Dinge wie Wein, Weib, Gesang zuständig. Was sollen die in der Politik? Damit können wir bereits in einer Kategorie sehr sauber arbeiten. Und wir können im Beitrag dann, haben wir hier nicht, wir haben im Beitrag, können wir, wenn, wir müssen natürlich den Link machen, Beitrag einreichen, den müssen wir setzen, den gibt es ja unter Menütyp, Beitrag einreichen, oder wie heißt der Beitrag, schreiben, einreichen heißt er, glaube ich, oder erstellen, Beitrag erstellen heißt er. Der muss natürlich einrichten. Das System erkennt, welcher Benutzergruppe ist der User zugeordnet, Kunst und Kultur. Das heißt, der kriegt als Kategorie nur die Kunst und Kultur zur Auswahl. Was anderes kriegt er gar nicht. Vorausgesetzt, wenn ich natürlich mehr Kategorien habe, muss ich die anderen Kategorien natürlich sperren. Tue ich das nicht, bekommt er natürlich dann die anderen Kategorien auch angezeigt. Ja. Genau. Ja. Also ich habe am Anfang das Problem, dass ich für alle Kategorien habe ich vererbt stehen. Vererben ist immer so eine Sache, weiß man nicht so genau, was da passiert. Das heißt, ich muss tatsächlich dann, wenn ich nicht will, dass in einer anderen Kategorie geschrieben werden darf von einem User, der immerhin mindestens Autorenrechte ja hat, die er hat, wenn er Beiträge erstellen darf, dass er in einer Kategorie schreiben darf. Da muss ich alle sperren, da komme ich nicht drum rum. Wenn ich 10 Kategorien habe, muss ich 10 Kategorien sperren. Bei 10 geht es noch. Wenn ich 100 habe, wird es schwierig. Da muss man oder kann man aber mit einem Trick arbeiten. Man macht einfach eine Hauptkategorie. Das ist Politik, das ist Kunst, das ist irgendwas anderes. Da bist du eben als Administrator letztlich gefordert, dir so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wie du deine Kategorien sortierst. Und wenn du eine Hauptkategorie sperrst, weil ja
bei allen anderen, hier hat es einen Vorteil, eben vererbt eingestellt ist, wird diese Sperre mitvererbt auf die Unterkategorien. Und damit hättest du das Problem erledigt, dass du da 100 Kategorien anpassen musst und sperren musst. Du musst eigentlich nur eine machen, du musst das aber eben vorher. Das ist eben der Nachteil an diesem neuen Rechtesystem. Das bietet, wie ich finde, sehr viele Möglichkeiten gleich. Aber man muss vorher immer ein bisschen nachdenken, was ich tue. Das neue Joomla ist da etwas umfangreicher geworden an der Stelle. Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Es müsste aber eigentlich gehen. Weiß das einer von euch, das geht? Okay, es geht. Also man kann eine Kategorie nachträglich verschieben in eine Hauptkategorie. Die Vererbung geht immer nach unten in der Hierarchie, nie nach oben. Ja. Also die Frage ist, wenn ich eine verschobene Kategorie, der ich vorher schon klare Rechte gegeben habe, in welche Richtung jetzt die Vererbung funktioniert? So habe ich die Frage verstanden. Also die Frage ist, ob ich eine verschobene Kategorie, ob die jetzt die Rechte der darüberliegenden bekommt oder umgekehrt oder wie auch immer es funktioniert. An sich hängt es davon ab, was hier hinten steht. Wenn hier nicht erlaubt oder erlaubt steht, dann gilt es nur für diese Kategorie, egal wo ich die hinschiebe. Steht da jedoch vererbt, steht hier vererbt, dann bekommt diese Kategorie das Recht der darüberliegenden Kategorie. Wenn ich etwas tiefer verschoben habe, dann entsprechend muss ich schauen, was habe ich da eingestellt. Wenn überall vererbt steht, ist wurscht. Aber eben ist irgendwo eingestellt, verboten oder erlaubt, dann bekommt die Verschobene, wenn dort vererbt drin steht, das Recht von dem, wo es mal erlaubt oder verboten war. Ist es, wie gesagt, explizit eingestellt, dann gilt es da. Das ist dann Gesetz. Punkt. Ja, dann musst du. Wird dann die neue Hauptkategorie Ausland vererben? Es ist im Grunde genommen die gleiche Frage, die er gestellt hat. Es kommt immer darauf an, was du hier einstellst. Hast du hier Vererbung, dann bekommst du das von der Übergeordneten. Hast du hier explizit erlaubt oder verboten eingestellt, dann gilt das für diese Kategorie, egal was vorher eingestellt ist. Und wenn du die verschiebst und sagst, nee, ich will jetzt die Kultur als Bestandteil der Politik haben oder das Ausland als eigenständige Kategorie, nach diesem Beispiel ist es so, dass ich bei Politik einstelle, die Politikredaktion darf diese Dinge machen, die Kulturredaktion darf hier nichts machen. Und Ausland und Wirtschaft erbt das von der Hauptkategorie Politik. Wenn du das verschiebst und sagst, ich mache aus Ausland eine eigene Kategorie, eine Hauptkategorie, dann steht da erstmal nur vererbt drin. Das heißt, das musst du dann jetzt explizit neu setzen. Und in Kunst und Kultur, wenn du die verschiebst in die Politik,
aber für Kunst und Kultur ganz klare Punkte gesetzt hast, dann ist da nichts mit Vererbung. Das ist schwierig. Vererbung heißt immer, ich kriege das vom davor. Wenn da auch Vererbung steht, dann das davor. Steht da auch Vererbung, weiß ich nicht so genau, was passiert. Also normal ist dann, man darf erstmal alles da in der Kategorie. Das heißt, normal ist dann, wenn ich als Autor einen neuen Beitrag schreibe, dann kann ich diese Kategorie auswählen. Das ist normal, das ist der normale Zustand, der Standardzustand. Will ich das nicht machen, sondern will eben nur, dass bestimmte Kategorien auswählbar sind oder aber auch überhaupt keine auswählbar, sondern ich das vorgebe, in dieser hier darfst du schreiben und sonst nichts, nirgends, dann muss ich dieses Konstrukt bauen. Und wenn ich hinterher irgendwas verschiebe, komme ich nicht drum herum, muss ich nochmal nachgucken, was habe ich da eigentlich eingestellt. Das neue Rechtesystem bietet sehr viel, aber als ich angefangen habe, mich damit zu befassen, da habe ich ganz schön dicke Backen gemacht. Es ist leider so einfach, wie ich das hier jetzt erkläre oder versuche zu erklären, wenn man es versucht selbst herauszufinden, braucht man eine Weile, bis man herausfindet, dass das so funktioniert. Also mir ging das zumindest so. Ich bin ja unter anderem auch Moderator beim Supportforum beim Joomlaportal.de. Wir haben immer wieder Anfragen zu diesem Rechtesystem. Das ist sehr schwer zu durchschauen und das ist nicht ganz einfach zu handeln. Wenn man es aber einmal begriffen hat, dann ist es eine tolle Sache. Du hast eine Frage? Oi. Gut, ich gehe mal rüber zum Chefredakteur. Ihr könnt euch diesen Beitrag hier übrigens auch downloaden, den habe ich schon ins Netz gestellt. Könnt ihr nochmal nachschauen. Der Chefredakteur, hatte ich gesagt, der soll nur und ausschließlich sich im Backend einloggen können und soll dort nichts machen können, außer nur die Beiträge zu bearbeiten und natürlich ansonsten diese ganzen Dinge, die man auch im Frontend machen kann. Das Problem hier ist, wenn ich dem das Recht gebe, dass er eine Admin-Anmeldung machen darf und weil Beiträge gehören zu einer Komponente, Content. Also muss ich ihm einen Komponentenzugriff explizit erlauben. Sperre ich den, kann der die Beiträge nicht bearbeiten. Das heißt, ich habe hier das Dilemma, wenn ich das aber erlaube, dann kann er nicht nur auf die Beiträge zugreifen, die hier unter Inhalt stehen, sondern auch auf diese ganzen anderen Komponenten, die standardmäßig installiert sind. Banner, Kontakte, Newsletter, Suche, Weblinks. In meiner lokalen Testumgebung hatte ich noch das Kundena-Forum drin, das wird hier interessanterweise nicht angezeigt. Was ich aber nicht weiß im Moment, das habe ich einfach nicht so genau ausprobiert, ist, ob andere Komponenten von Drittanbietern, um die nun angezeigt werden oder nicht, das kann ich euch nicht sagen an dieser Stelle. Aber wenn ich die aushaben will, ich muss jetzt schneller sprechen, genau, hier habe ich es nochmal aufgelistet, ich muss jetzt in die einzelnen Komponenten reingehen, hier als Beispiel die Banner-Komponente. Wenn ihr die aufruft, dann habt ihr den Überblick und oben rechts bei den großen Icons habt ihr die Optionen stehen. Die Optionen müsst ihr anklicken, dann kommt ihr in diese Maske. Dort unter Berechtigung müsst ihr den Komponentenzugriff hier explizit verweigern. Und dann? Genau, das müsst ihr zumindest für diese 5 Standardkomponenten machen. Wie gesagt, die Kundena tauchte hier nicht auf, das Kundena-Forum. Ich weiß nicht, das müsst ihr selber schauen, ob irgendwelche anderen Komponenten noch auftauchen. Das wäre, ist... Wäre es nicht besser, es andersrum zu machen? Ja. Grundsätzlich erstmal genau. Und der Inhalt, deswegen... Die Komponenten. Ja, das wäre sinnvoller. Deswegen freuen wir uns alle, dass du nachher einen Brief ans Joomla-Core schreibst.
und vorschlägst, dass ich es einmal. Ich kann es nicht ändern, ich kann euch nur sagen, wie es ist. Ja? Ich gebe dir aber recht, es wäre schöner, wenn es umgekehrt wäre. Also, ihr müsst zumindest diese fünf genannten Komponenten, diese Standardkomponenten, müsst ihr auf diese Art und Weise ausblenden. Das kann sein, dass es beim Kundena auch deswegen nicht angezeigt wird, weil Kundena, soweit ich weiß, keine Optionen direkt haben, die den Komponentenzugriff regeln. Die haben natürlich ganz viele Konfigurationen ohne Ende, aber eben nicht die Option für die Komponente direkt. Wenn ihr das dann aber macht, dann habt ihr am Ende tatsächlicherweise das ganze Menü hier weg. Ihr habt nur noch hier die Beiträge, Kategorien, Hauptbeiträge und die Medien kann ihr zugreifen. Medien könnt ihr, glaube ich, auch ausschalten, wenn ihr das wollt. Die haben auch noch mal eine extra Option. Und unter Site steht immer, also da steht das Kontrollzentrum und dort steht immer eigenes Profil bearbeiten. Das habe ich nicht wegbekommen. Also das kann er dann. Aber das, was kann er dann machen? Da kann er die E-Mail ändern und das Passwort, was ja nicht verkehrt ist, wenn er das kann. Ja, das war's. Ich hoffe, also ihr könnt, das steht hier, ihr könnt das runterladen. Sowohl das, was ich eben erzählt habe, nochmal sauber aufgeschrieben als Manuskript, als auch die Folien bei Time for Mambo bzw. Time for Joomla. Das ist meine Tutorial-Seite, da ist das im Angebot, da könnt ihr hin. Und da gibt es auch nochmal dieses Beispiel mit dem Redaktionssystem, das ist da auch nochmal ausgegliedert und könnt ihr auch nochmal zusätzlich lesen. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet in diesen knappen 45 Minuten, aber ich laufe ja weiter rum, mache Werbung für 1&1, habe ich mir auch nie träumen lassen. Und könnt mich natürlich weiter ansprechen. Den gleichen Vortrag gibt es ansonsten morgen auch nochmal. Ich wünsche euch viel Spaß hier. Dankeschön.